geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage und ich habe gerade die beste Waffe im ganzen Spiel freigeschaltet, so könnte man wirklich sagen. Das habt ihr nicht mitbekommen leider, weil ich das Spiel leider beendet habe. Aber so die Aufnahme, aber es ist die Farmers, eine super geile Waffe, ich liebe die Waffe. Ich mag sie einfach, sie ist geil, sie ist super gut, sie ist geil, sie sieht sexy aus, sie ist einfach grandios, ja. Ja, Geld haben wir jetzt nicht mehr, wir sind natürlich total pleite. Kein Geld für die Miete, kein Geld für gar nichts. Wir spielen nochmal auf Fire Rage. Im letzten Video haben wir ja ein 31-3 erreicht, was ziemlich gut war, muss ich sagen. Mal sehen, wie es hier aussieht. Und die Hälfte joint natürlich gleich raus. Würde ich natürlich auch, wenn ich so fertig gemacht worden wäre. Nun, worum wir uns gar nicht gekümmert haben, ist die Abschussserie hier. Die Abschussserien hier sind nämlich relativ teuer. Also wie ihr sehen könnt hier, Kampfhubschrauber, Kampfhunde 6000. Können wir uns im Moment noch nicht leisten, weil wir... Ja, weil wir einfach hier noch kein Geld haben. Wir müssen uns erstmal andere... Es gibt erstmal andere Prioritäten, die Vorrang haben. Und die ganze Lobby ist gerade mal rausgejoint. Das ist natürlich jetzt brillant. Können wir noch ein bisschen länger warten. Hier gibt es auch noch Aufträge. Machen Sie drei Abschüsse, ohne zu sterben. Gut, da... Okay, ja, geil. Mal sehen, was das hier ist. Machen Sie 9 Volltreffer mit der... Okay. Kaufen. Das müssen wir dann im nächsten Spiel erreichen, das hier. Wenn wir diese Sachen hier aktivieren. Erreichen Sie 50 Abschüsse mit... Nee. Das habe ich ja schon gemacht. Mit dem Griffaufsatz. Ich habe gerade kein... Farmers Boot. 500... Okay. 75 Abschüsse mit der Farmers. Ja. Kaufen. Okay. Die Farmers haben wir jetzt gekauft. Nur meine Frage ist... Ablauf, 40 Meter Spiel, 40 Minuten Spielzeit am Leben. Verstehe ich nicht. Haben wir jetzt 40 Minuten Spielzeit Zeit, um das zu schaffen, oder was, diese Aufträge? Okay. Eine Stunde Spielzeit. Oh, cool. Neue Aufträge verfügbar in 5 Stunden, was? Okay. Sehr interessant. Ich habe es noch nicht so wirklich drauf mit diesen Aufträgen. Machen Sie 16 Volltreffer mit leichten Maschinengewehren. Ist das schwer? Nee, ne? 16, 40 Minuten Spielzeit. Okay, ja, ich wechsle mal die Lobby. Geht mir auf die Nerven, diese ganze Suche. Dauert mir wesentlich zu lange. Wir können es versuchen. Wir können es versuchen. Wieso nicht? Ich meine, das geht auch zum Spiel. Ich muss jetzt 3 Abschüsse, ohne zu sterben, mit der Farmers machen, oder? Ich glaube schon, Leute. So, dieses Mal auf Nuketown, einer meiner Nicht-Lieblings-Maps. Einer meiner definitiv Nicht-Lieblings-Maps. Oh, shit. Ich hasse es, wie man hier Schaden bekommt. Ich hasse es einfach. Allgemein muss ich sagen, es ist... Wow. Was? Ich hab... Was? Okay. Verstehe ich jetzt nicht ganz, wie ich so schnell sterben konnte, aber okay, meinetwegen. Akzeptiere ich einfach mal. Was? Wow, das Spiel ist vorbei. 0 zu 2. Guck mal, mein Team, ein 2 zu 15. Der eine hat 5... Heilige Scheiße. Es ist aber auch immer hier, so ist mir aufgefallen in diesem COD, dass es immer ein Team gibt, was so richtig führt. Hier gibt es selten sowas wie... irgendwie ganz knappe Spiele oder sowas, habe ich das Gefühl. Also entweder ein Team, das eine Team dominiert immer extrem und das andere, das ist total am Verkacken. Das verstehe ich nicht ganz. Normalerweise sollte es nach der KD gehen, mit wem man zusammenkommt. Und das sollte so ein bisschen ausgeglichen sein. Aber das verstehe ich irgendwie nicht, weil ich komme hier mit den besten Spieler irgendwie im anderen Team. Also gegen die muss ich dann spielen. Was ich so ein bisschen scheiße finde, weil ich finde das einfach unfair. Wechseln wir die Lobby, ich finde das unfair, das ist... Ich finde, das müsste so... So aufgeteilt sein, finde ich. Gut, jetzt sind wir in einer anderen Lobby, natürlich wieder auf Nuketown, weil jeder Nuketown spielen will, das ist ja normal. Bei diesem Spiel. Finde ich so ein bisschen scheiße gemacht, aber was, das kann man halt nicht ändern jetzt. Farmers Brutalität, genau. Das ist ja, wie war das nochmal? 75 Abschüsse mit der Farmers. Okay, ich verstehe, ja. Wir haben nur eine bestimmte Spielzeit, um das zu schaffen. Müsste eigentlich gehen. Okay, lass uns Gas geben, Leute. Warte, 75 Minuten.
40 Minuten meine ich. Das müsste, es müsste, wir müssten das schaffen eigentlich, denke ich. Müssten eigentlich. Ist natürlich cool, weil es noch ein bisschen Dynamik in das Ganze sein bringt, in das ganze Road to Commander, weil wir jetzt nicht nur auf Kills gehen, sondern vielleicht auch diese, auf diese kleinen Faktoren im Spiel, die vielleicht nicht so beachtet worden sind, genau. Mein Deutsch ist sehr gut. Ich bin der Beste, ich sollte Deutschlehrer werden, ja. Definitiv. So. Gut, dann wollen wir mal 45 Kills. Wir haben nur noch 39 Minuten Zeit. Was in Ordnung ist eigentlich. Mitzählen müssen wir jetzt nicht. Hallo, willst du auch mal sterben? Oder wird das nicht scheiße? Was? Aber bist du, weißt du, fick dich, Alter. Keine Zeit für sowas. Nein! Okay, ich habe noch wen bekommen, bevor ich gestorben bin. War naiv von mir. Keine Ahnung, ich hasse sowas, Alter. Wenn wir genug schnell die Kills bekommen, dann sollten wir es hinbekommen, denke ich. Oh shit. Was? Ach, scheiße. Ah, er hat das Auto zum Explodieren gebracht. Ja, das ist super. Hier kommst du nicht durch, Mann. Oh. Nein! Ich wollte ihn messern. Scheiße. Aber wie gesagt, ich messe nie eigentlich. Also ich messe super, super selten. Jemand möchte chatten, aber ich will nicht. Ich habe schon eine Freundin. Nein, Spaß habe ich nicht. Oh, Scheiße! Ah! Zu den Snipern kann ich auch noch was sagen. Und zwar, in diesem COD sieht man die Sniper. Wie bin ich jetzt. Okay, ich bin durch den Napalm gestorben. Es laggt sich schon wieder. Ach, heilige Scheiße. Zum einen, die Connection ist nicht so gut in dem Spiel. Echt nicht so toll, also sehr enttäuschend sogar. Zum anderen, Sniper sind hier nicht so vorhanden, wo ich mich nicht beschweren will, weil ich nicht der größte Sniper-Fan bin. Ich meine, ich snipe ja gerne und sowas, aber im Großen und Ganzen finde ich, es gibt bessere Sachen als Snipen. Obwohl besser natürlich immer relativ ist, ne? Muss man ja auch dazu sagen, aber ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Na super, ja, das ist. Fuck! Fernlenkladung werden hier natürlich sehr oft eingesetzt. Aber Sniper, das Ding ist einfach, das Snipen hier wurde so ein bisschen gepatcht. Quickscopen ist ja nicht mehr so gut möglich. Muss man dazu auch sagen, deswegen. Ja, darüber wollte ich gerade reden. Cool, dass wir es jetzt haben. Ja, das ist die Fernlenkladung, die gab es noch hier. Die ist ziemlich, ziemlich stark. Man kann irgendwie mit der auch. Also man kann mit der. Ja, man kann mit der fahren und sie dazu explodieren bringen. Allerdings geht das Ganze nicht unendlich lang, sondern das geht. Das geht so mittellang, würde ich sagen. Der ist tot, bye bye. Oder auch nicht, meinetwegen, dann halt nicht. Mit der Farmers würde ich euch auch empfehlen, in Bursts zu schießen erstmal. Weil der. Die. Wenn ihr in Bursts schießt. Oh ja, gut, das war jetzt scheiße. Die Kommando ist auch eine sehr gute Waffe. Dann, dann, die Farmers ist auch auf jeden Fall in Bursts gut, das will ich damit sagen. Oh, hinter uns. Ich glaube, der ist da, keine Ahnung, was der da gemacht hat, Alter. Also, ich hab's ein bisschen schwierig gerade, es laggt so komisch und ich fühle mich so ein bisschen unsicher, weil es zu sehr laggt und sowas, ich weiß nicht. Dann noch diese scheiß Autos und sowas. Und dann noch sowas, was macht der da, Alter? Hat er kein Leben, oder was? Unglaublich, Alter. Ja, was? Was? Ja, hallo, wir spawnen hinter dir. Ich glaube, der bemerkt gar nichts mehr. Ja, die Gegner sind total dumm, Alter. Was, sorry, aber stellen sich alle auf einen Fleck und, ja, er sagt zu den Gegnern, sie sind dumm, während er eine Drohne, während eine Konterdrohne aktiviert. Ja, das ist ja prima. Was? Noch ein Napalm. Ach du Scheiße. Ja, das Spiel ist das beste Game ever. Aber gut, das ist zur Abwechslung ziemlich cool. Ich meine, im Moment wird ja COD nicht so gerne gesehen. Aber dagegen kann man nichts machen. Ich meine, mich persönlich stört es jetzt nicht. Und ich hoffe, viele von euch stört es auch nicht. Ich meine. Naja, naja, naja.
Es gibt für jedes Spiel mal schlechte Zeiten. So muss man es ja auch sagen. Und für COD erst recht so dieser... Okay, alles klar. Kein Rückstoß, Fragezeichen. Das war eine schlechte Semtex leider. Das, sag mal, ist der Typ, was macht der denn da, Mann? Ja, die Kommando ist natürlich eine super, super, super starke Waffe. Und wir haben das Spiel gewonnen mit einem 25:15, ganz in Ordnung. Ich werde noch ein Spiel machen, weil... Ja. Einfach so, weil ich Lust habe. Mit diesem Messer, was ihr auch abschießen könnt, ist es wirklich super, super schwer, Kills zu machen. Muss man ja auch gestehen. Da fällt mir gerade auf, wir können auch ruhig mal ein Gun-Game machen, wenn ihr Lust habt. Ich denke, wenn ihr Lust habt, kann ich mal ein Gun-Game machen. Das ist ziemlich, ziemlich spaßig. Also, ist super, super witzig. Gun-Games sind echt eine coole, coole Sache. Oh, wir haben sogar ein Ballistikmesser freigeschaltet. Ah, ne, erstmal können wir keine Gun-Games machen, denn wir müssen... Aufträge? 35 Minuten haben wir noch Zeit. Wir haben 20... Easy. Easy. Mann, sind das... okay. Wenn sie ein Spieler als einer der... Okay. Was für eine... Man muss das Spiel mindestens als Dritter beenden. Ich bin sowieso immer Erster, also... Ich nehme das gerne, Geld gerne an. Schalten Sie einen Gegner aus größerer Distanz aus. Ja, da fangen wir mal mit den kleinen Sachen an. Das finde ich cool. Das finde ich cool, ja. Das gefällt mir an dem Game. Ich will andere Perks nehmen vielleicht. Ja, das behalte ich. Zweite Chance. Marathon nehme ich mal mit. Ja, das gefällt mir. Oh, Summit. Ich liebe Summit. Ich liebe Summit. Ja. Also diese Herausforderung, es ist so ein kleiner... Es macht Spaß. Es macht Spaß, sie zu nehmen. Vor allem, sie sind einfach. Okay, die ersten sind einfach. Die späteren werden noch schwerer. Aber das ist natürlich super einfach. So, mal sehen. Wir müssen... Wir haben doch über 30 Minuten Zeit und haben schon ein Drittel geschafft von der Farmers Challenge. Also ich will mich nicht beschweren, meine Freunde. Ich will mich nicht beschweren. So, dann wollen wir mal. Summit ist eine Schneemap. Sie spielt auf der Bergspitze. Deswegen ist es hier sehr kalt. Auf dem Berg ist es meistens sehr kalt. Für die Leute, die es nicht wissen. Ja, ich wurde gestuckt. Hat keinen Sinn. Brauche ich nichts zu machen. Dann bin ich sofort tot. Es gibt vielleicht ein paar Tricks, und zwar kann man sich, ich glaube, an der Wand irgendwie abkleben lassen oder sowas. Also man kann an der Wand irgendwie ein paar Tricks anwenden. Das ist wieder der Typ, ach du Scheiße. Den kennen wir ja bereits. Achtung, feindliche Fernlenkladung gesichtet. Da hinten. Nein, Digga! Hast du ihn nicht gesehen oder was, Mann? Feindliches Spionageflugzeug am Himmel. Warte. Hör auf zu laggen, Mann. Ernsthaft, ey. Man muss immer in jede Ecke gucken. Das kann nicht sein. So, mal sehen. Ach, oh, Ernst, komm schon. Ach, du meine Güte. Ja, gut, dann gibt es doch hier viel zu viele Explosionen. Dann finde ich nicht, dass man noch eine... nur ein C4 reintun sollte. Wenn ich das mal so sagen darf, weil... Oh, da ist einer. So, mal sehen. Die Granaten sind hier übrigens auch ziemlich, ziemlich stark. Wollte ich auch sagen, nur kurz mal... Was? Heilige Scheiße, von wo kommen die denn alle? Meine Güte. Ja, das ist das Problem an Summit, also... Die Map ist in dem anderen Spiel besser. Ich weiß nur nicht wo. Ich glaube, sie war bei Black Ops 2, ne? Gibt's einen Ream? Oh, komm schon. Gib mir doch Kills, Mann. Oder wollt ihr mich verarschen oder was, Mann? Hab nicht ewig Zeit. Man ist sehr im Nachteil. Wollte ich dazu sagen. Feinde stören unser Radar. Was? Was? Oh, das kann jetzt nicht sein, oder? Das kann wirklich nicht sein, Leute. Unfair. Unfair. Unfair, unfair, unfair. Ich will auch mal die Kommando haben. Die ist auch richtig geil, Mann.
Ja, es ist so viele Explosionen. Stimmt, jetzt weiß ich, was das Problem ist. Hier war ja kugelsichere Weste sowas wie eine Pflicht. Habe ich vergessen, weil es hier so viele Explosionen gibt. Also ihr seht, jede zweite Sache hat ja irgendwie Explosion an sich. Wie kann mein Teammate ihn bitte schon nicht tot bekommen? Die AK-47U. Ich wollte ja aufhören mit den Waffen aufheben, aber Achtung, es macht einfach... Na, super. Oh, komm schon. Ich habe 9 zu 8. Ey, komm schon. Das kann nicht sein. Ich befinde mich im Video. Ich bin natürlich gezwungen... Ja, zu viel ernsthaft. Ich muss auf jeden Fall einen Perk dagegen nehmen. Sobald mein An... Oh, mein Aimbot war das. Das war mein Aimbot, ja. Das war mein Aimbot. Soll ich jetzt mal sagen, was das Witzige ist? Also es gibt natürlich immer ein paar Kommentare, wo Aimbot und sowas drin steht. Einfach so, keine Ahnung wieso. Es steht einfach da. Und wenn ihr euch witzig drüber selber macht, dann kann euch das keiner mehr unterstellen. Wenn ihr irgendwie von irgendwelchen Leuten als hässlich bezeichnet werdet, dann müsst ihr einfach euch selber auslachen. Ja, ich will gerne die Kommando aufheben. Vielen Dank, dass ich das auch mal darf. Und dann kann euch keiner mehr als hässlich bezeichnen, weil ihr euch selber drüber witzig macht. Wenn ihr versteht. Super geile Taktik, muss ich sagen. Also es war jetzt ein übertriebenes Beispiel natürlich mit dem hässlich, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Ich bin mir sicher, dass nicht keiner von euch hässlich ist. Ihr seid alle wunderschön. Oh, shit. Den hab ich... Oh. Ah, das... Okay, ja. Cool, sichere Weste ist hier eine Pflicht. Das müssen wir auf jeden Fall nehmen, weil... Ihr merkt, ich habe ein paar Probleme gerade. Ich werde nur explosiv getötet. Aber dagegen kann man was tun. Deswegen will ich mich da jetzt gar nicht beschweren. Weil wenn man nichts dagegen tun könnte, dann würde ich mich persönlich beschweren. Und ihr seht ja also sowas zum Beispiel auch. Es passiert dauerhaft hier. Achtung, feindliche Fernlenkladung gesichtet. Oh, shit. Weiter, sonst verlieren wir. Oh nein. Der Typ ist da. Feindliche Fernlenkladung gesichtet. Feindliche Fernlenkladung. Na, super, ich bin tot. Spionageflugzeug hätte. Warte, nee, ja. Oh! Spionageflugzeug unterwegs. Wow. Überall Explosion. So, das muss ich mir merken, dann weiß ich wenigstens, was ich als Titel nehmen soll. Ist immer ein bisschen schwer, sich Titel auszudenken bei so vielen Videos. Ich habe keine Ahnung, ich bin süchtig nach Aufheben und andere Waffen, Alter. Ich denke, ich werde auch das Notpunkt, wie sie wegtun. Was macht er da? Ja, es reicht, sollte ihn töten. Spionageflugzeug hält sich bereit. Ah, komm schon. Ah, wie viel verlieren vor allem? Mein Team, das macht aber auch 2 zu. Heilige Scheiße, wie. Ich finde das echt richtig beeindruckend, wie Leute sowas schaffen. Wie Leute schaffen, so richtig, richtig schlecht zu spielen. Ich bin tot. Der Feind stört unser Radar. Wow. Heilige Affe. Wow. Heftig, wie schlecht. Wieso? Wie schafft man sowas? Also so richtig schlecht zu spielen. So, nichts gegen die Leute, ne? Aber 2 zu 18, macht das mit Absicht? Ah, Lady. Ja, das ist eine Frau, deswegen. Logisch, ja. Gut, dann, logisch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bewerten nicht vergessen und ich sehe dich beim nächsten Mal wieder. Tschüss.